Moin, moin. Erstes Video, erster Vlog hier von Maui. Ich bin angekommen. Erster Tag in Quarantäne. Und ich zeig mal, was ich jetzt jeden Tag machen muss. Und zwar muss ich mich jeden Tag einloggen. Es gibt immer so ein Daily Check-In. Habe ich ehrlicherweise auch noch nicht gemacht. Deswegen zeige ich mal, wie das Ganze abläuft. Man geht auf die Webseite von travelhawaii.gov. Und zwar gehe ich auf die Seite rauf. Und dann muss ich hier jeden Tag auf Daily Check-Ins klicken. Dann habe ich die Möglichkeit, hier meinen Trip auszuwählen. Den habe ich vorher mal angelegt mit einem eigenen Profil und so weiter. Und dann ist das, glaube ich, hier schon alles, was ich auswählen muss. Have you self-quarantined to the location selected? Yes. Submit. Zack. Abgesendet. Mahalo. Heißt Danke. Auf Hawaiianisch. Daily Check-In successfully. Ja, yeah. Top. Das war's. Was ich vorher machen musste, ist tatsächlich hier einmal diesen Trip sozusagen anlegen, wann ich gestartet bin, was mein letzter Aufenthalt war, bevor ich die Insel betreten habe. Das war dann in dem Fall Seattle. Und dann musste ich hier noch ein paar Gesundheitsfragen beantworten. Sowas wie, dass ich mich gesund fühle, dass ich nicht vorher schon in einer 10-tägigen oder 14-tägigen Quarantäne war, etc. Solche Sachen. Im Grunde genommen, dass es mir gut geht. Moin nochmal. Und ich muss halt in Quarantäne gehen, weil wir beide müssen in Quarantäne gehen, weil mein negativer Covid-Testbefund hier auf Maui nicht angenommen wird. Sprich, die akzeptieren nur offizielle Tests vom US-Festland. Aber wie gesagt, mein Test, den ich vorgestern Morgen oder vorgestern Nachmittag noch in Hamburg am Flughafen gemacht habe, der wird hier nicht akzeptiert. Der wurde zwar in Amsterdam und in Seattle akzeptiert, aber nicht hier auf der Insel. Dementsprechend hat man keine andere Möglichkeit. Wurde ich dann am Flughafen hier hier auf Maui gefragt, ob ich in Quarantäne gehen will oder die andere Möglichkeit sei dann tatsächlich zurückzufliegen. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Und jetzt muss man hier in eine 10-tägige Quarantäne. Der Kühlschrank ist voll und wir fangen jetzt an zu frühstücken. Es ist 9.40 Uhr und der Tag beginnt. Und in Deutschland ist in knapp, da ist es jetzt 20.40 Uhr, in knapp 3 Stunden schon Silvester. Also melde ich mich später nochmal. Ciao. So, Tee gibt's schon zum Frühstück. Boah, das ist heiß. Guten Morgen. Ich zeig mal, was ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich aus Hamburg ein bisschen was mitgebracht. Ich habe mitgebracht Hamburger Franzbrötchen. So viele, wie ich kaufen konnte. Ich bin schnell noch zu Junge gelaufen oder Bäcker Junge am Mühlenkamp und habe denen gesagt, ich nehme alle Franzbrötchen, die ihr habt. Das waren, glaube ich, 6, 7 Stück. Und die waren ein bisschen überrascht. Was gibt's heute zum Frühstück? Das ist cool, das ist ein neues Gerät. Das ist ein, wie nennt sich das? Airfryer. Ja, ein Airfryer. Also ein, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Wenn man das übersetzt, komme ich gerade nicht drauf. Ja, ich präsente gleich mal, was da drin ist. Ansonsten, wie gesagt, Kühlschrank ist voll bis Oberkante. Das Eisfach. Und Essen en masse. So, dass wir auch in den nächsten 10 Tagen einfach nicht verhungern. Ich meine, im Notfall können wir noch die Familie anschreiben und die bringt uns was vorbei. Sehr viel frisches Gemüse. Okay, ich mache jetzt einen Smoothie. So, which one would you like today? This one. Let's start healthy. Und chopped kale. Grünkohl. Okay, ich prepare mal alles. Haben wir jetzt erkannt, das sind Hashbrowns, Kartoffeln mit Käse überstreuselt und normalerweise macht man die in der Pfanne mit ein bisschen Öl, aber wir haben wie gesagt dieses Gerät, kein Öl. Ja, kein Öl, das hier ist jetzt ohne Öl, das heißt es ist um einiges gesünder, es wird einfach nur mit heißer Luft, ja keine Ahnung was das da wird, ehrlicherweise muss ich mich auch noch mal schlau machen, was da wirklich passiert, aber achso, ich wollte gerade sagen, das sind jetzt 350 Grad, dann wäre das Essen wahrscheinlich schon schwarz und irgendwie weg. Ich schaue mir das mal in Ruhe an. Und hier unsere Eier, typische Insel-Eier. Was steht da oben? Island Fresh Organic Griffy. Also,
Als erstes ein bisschen Oatmilch, Hafermilch. In Amerika ist cool, die haben immer diese riesigen Packungen, also um einiges größer als in Deutschland. Nicht, dass man das bei uns in Deutschland auch nicht so kaufen könnte, aber diese Packungen lassen sich wieder verschließen, was ganz praktisch ist. Sonst wird das Ganze auch keinen Sinn ergeben. Also, ein paar Blaubeeren, ein paar Himbeeren, Erdbeeren, was ist da noch mit drin? Geil, auf der Rückseite ist sogar ein Rezept. Cherries, also Kirschen, Wildbeeren, wilde Blaubeeren. Dann haben wir hier noch Raspberries, sprich irgendwie Strawberries. Und Granatapfel ist da mit drin. Lieber zu viel als zu wenig, aber wir haben mehr als genug. Oh, hello, good. Jetzt haben wir eben die Hash Browns. It's a little burn on the edge, though. It is. But we won't eat. Yeah. Bisschen Salz. Not too much. Und ich starte jetzt den Shaker. Are you ready? Yes. Oh, we have to plug it in first. I don't know. I think it's enough. I think it's good. Yes. So good. Perfect. Okay, let's try it. Ja, perfekt. Dann haben wir schon seine Antioxidantien am Morgen. Bis später. Ich freue mich schon aufs Frühstück. Ich habe so einen Kohldampf. Gut geschlafen, war gestern so kaputt gewesen. Bisschen leckere Papaya, frisch von der Insel. Ist es vom Hana? Ja. Okay, Hana, da komme ich nochmal später zu. Ist ein ganz besonderer Ort hier auf der Insel, wenn nicht sogar einer der besondersten Orte auf der Welt. Aber dazu später mehr. Oh, mach es mir hier auf dem Boden gemütlich. Griffy, gleich gibt's Frühstück. Guten Appetit. Guten Appetit, your first Frühstück on board. In Quarantine. Yeah, with salt and pepper. Mhm. Hm. Du willst lassen? What is that? Happy New Year! Oh, was ist das denn da hinten am Leuchten? Das ist der Hamburger Fernsehturm. Nein, wie geil ist das denn? Das ist ja, mit so einer Animation. Das ist ja der Oberhammer. Ja, Herr Schubert, wir sind schon im neuen Jahr hier. Ja, ist verrückt. Und wir erst, ich könnte euch morgen um 11 Uhr anrufen, dann haben wir erst Neujahrsempfang hier, wollte ich gerade sagen. Nicht vor Freude hüpfen in dem Raum, sonst ist deine Frisur passé, Alter. Das stimmt. Und habt ihr ordentlich gegessen? Lecker? Ja, wir haben schöne Raclette hier gemacht. Ja, wir haben Double gespielt zusammen. Und was habt ihr jetzt noch geplant? Dicke Party in deiner Bude quasi. Nee, geht ihr nochmal zurück zu euch oder löst sich alles auf und das war's? Wir sind meine Lepra-Patienten, natürlich gehen wir zurück. Nein! Hast du erleicht einen Sitzen? Ja, also absolut nicht. Was habt ihr getrunken? Einiges. So Schubert, das Ding ist jetzt auch durch hier. Ich leg jetzt auf. Okay. Groß Neues. Okay. Das habe ich aus Seattle mitgebracht. Und zwar war das auf dem Vulkan. Und wir gucken uns das gerade live, beziehungsweise nicht live, aber das Live-Konzert bei YouTube an. Jimi Hendrix. Live on Maui. Griffy. Thanks. Oh, it's raining. Danke. Whoops. Okay. It is? Yeah.
Wow. And this? Oh, das ist die Knoblauchsoße. Mhm. Perfekt. Happy New Year!